Okay, dann wenden wir uns dieser Spieluhr zu. Was für eine Spieluhr? Ja, das hier, dieser atomare Sicherheitsreaktor. Ja, von Spieluhr zu Reaktor, eieiei. Brennt sie irgendwo? Dann machen Spiel fortsetzen, ja. Jetzt haben wir den Inhalt schon. Okay. Ich sehe Schlösseraugen. Die drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt dieser Kiste. Schlüssel, Zahnrad, Auge. Jeweils mit einem Reißverschluss verschlossen. Fest verschlossen. Es muss eine Möglichkeit zum Öffnen geben. Ja. Jetzt lasst halt erstmal einen Supergott ran. Alla. Okay, also bewegt man sich anscheinend gar nicht. Du machst wirklich alles immer so sehr stationär. Ich sag, man muss also durch einen Raum laufen und Sachen sammeln. Schau mal, was haben wir hier? Nichts Okulares anscheinend. Zwei Linien und oben etwas Komisches. Hier haben wir einen Stern. Oh, da war irgendein. Eine sternförmige Aussparung. Danke, war ich jetzt so nicht drauf gekommen. Guck mal, auf den Gipfel irgendwas machen. Ich guck mal das auch anschauen. Achso, ja, okay. Es halten wir uns mit dem Hinterkopf. Chat. Fotografieren mit dem Gesicht, Augen und speichern. Sternförmige Aussparung. Dann gehen wir mal auf die nächste Ebene. Da haben wir auch wieder so ein Ritsch-Ratsch-Zahn. Was sehe ich da drüben? Was sehe ich da? Casino-Modus ist aktiviert. Okay, das wäre wahrscheinlich die Endstation, seit da vorne, weil da. Genau, das ist ja das, was wir knacken müssen. Die Beine sind ja natürlich einmal sehr interessant bei sowas. Wie viele Beine hat das? Das ist eigentlich das Wichtigste. Um gleich mal zu sagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Beine ist schon mal gerade Zahl, ist schon mal nichts Böses. Ist schon mal gut. Da gibt es auch ein Schlüsselloch. COWL. Wahrscheinlich Starttaste. Oder. Vielleicht muss ich noch einen Buchstaben finden zum Einsetzen. Wir wissen es noch nicht. So, es ist. Okay, es geht schon mal los. Es ist nicht das ABC, es ist A, C, E, I, K, L, O, R, T, W. Es fehlen Buchstaben. Auch hier. Okay, es sind dreimal die gleichen. Viermal die gleichen. Es war die wichtigste Erkenntnis bis heute, dass ich das schon mal rausgefunden habe. Mein Okular sagt erstmal nö. Das war verdammt wichtig, dass ich mir weiß, dass es nicht das ganze ABC ist. Tipp: Hier wird man einen Schlüssel brauchen. Eine Platte mit einem Schlusssymbol scheint sich nicht zu bewegen. Grün. Für einen Berliner Wortschatz reicht's. LOL. Hier, Herzschlag. Da haben wir auch noch mehr Auge. Oh. Eine Platte mit einem Augensymbol. Scheint sich nichts zu bewegen. Da haben wir ein lustiges Gekringel. Oha. Das ist die. Oha. Das hat eine neue Seiten gespawnt. Oben haben wir diesen Stern. Da haben. Ach du Scheiße, wie viele Seiten hat das Ding? Wahrscheinlich sechs, aber. Es sind aber mehr geworden. Also hier haben wir Buchstaben mit Schlüssel. Hier haben wir wieder dieses ganz dubiose drei Linien. Ich hab den Schlüssel immer von vorhin, okay. Was? Aha. Da haben wir es ja schon. Das sind die Dinger, wo man hier so sieht. Also rechts unten ist der stehende Turm. Rechts unten ist der stehende Turm. Das einfachste Entschlüsselung. Ich bin einfach links oben. Haben wir das O mit zwei Türmen drinnen. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Links oben haben wir das O mit den zwei Türmen drinnen.
gut, das war natürlich einfach random. Aber das war halt. Lol. gedacht. Hab ich mir auch gerade gedacht. So einfach komm. Naben. Moin, Proti. Inventarobjekt gefunden. Ein schwerer, gusseiserner Schlüssel. Den nehmen wir doch einfach auf. Das ist bloß wieder die Halterung. Sprich, ich kann jetzt hier nichts rumdoktoren, oder? Nee. Aber wie Premium habe ich es gelöst? Wie Premium habe ich das schon wieder gelöst? Sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, vom anderen Stern gelöst, das Rätsel. Ich habe noch hier die Informationsquelle gehabt und nur hier die Informationsquelle. Aber ich schaff's einfach, einen vierstelligen Code zum lösen. Weil einfach krasser Typ. So, was aber noch verdächtig ist hier, dieses Reißverschlusssystem, genau. Gut, vielleicht ist er einfach easy going, wenn sie zu blenden würden. Achso, man kann sie ja nehmen. Darf ich auf TS miträtseln beim nächsten Raum? Hey, oh Backe, Doppel-Lol. ja, wir können beim nächsten Tree auch zusammen. Du hast bloß nicht zu früh, weil ich bin immer bei sowas immer sehr langsam. Der Backe ist da einmal sehr schnell und gut, du musst mir noch ein bisschen Zeit geben, dass ich selbst drauf kommen kann. Dann easy. So. Sieht aus wie ein Miniaturfernrohr. Aha. Jetzt ist es halt kein Miniaturfernrohr, jetzt ist es halt einfach das Riesendödelfernrohr. Hä? Jetzt warte mal, ich hab du das entnommen. Komm, ist jetzt wieder zurückdrehen oder ist das jetzt für immer groß? Sowas will ich auch haben. Es war schon Oberpremium. Komm, ist jetzt einfach zurückdrehen. Es war für mich persönlich sehr wichtig, aber es geht nicht. Gut. Weiter im lustigen Geschehen. Es ist ja super easy. Das ist ja nicht für einen Mann meines Formats gedacht. Was sagt denn unser okulares Kultobjekt? Nicht so viel. Da braucht man einen Schlüssel. Wir haben einen seltsamen Schlüssel, fällt mir gerade auf. Okay, das ist jetzt wieder räumlich jetzt Fernrohr, Hashtag Auge. Jetzt bin ich halt wieder raus, weil jetzt wird es wieder sehr räumlich. Wir haben da einmal ein Kreuz. Wie man es so betrachtet. Unten so einen Kringel mit zwei Hörnern. Aus der Perspektive. Aus der Perspektive haben wir augenscheinlich gar nichts und aus der Perspektive haben wir lustigerweise genau das gleiche, wie wenn wir es um 180 Grad drehen. Weil das ja Sinn macht. Wenn ich jetzt das Ganze so drehe, dann haben wir eigentlich auch nichts Besonderes. Diesen zwei Dingen haben wir uns ja noch nicht gewidmet. Oben haben wir den Stern, den darf man auch nicht vergessen. Hier haben wir ein Zahnrad. Hier haben wir das Auge. Auge, ach so! Fernrohr, Hashtag Auge! Let's go! Wo ist die mysteriöse Hintergrundmusik eigentlich hin? Gut. Jetzt schauen wir uns erstmal die ganzen anderen Dinge noch an. Das da oben. Kann ich das da oben eigentlich drehen? Das war mir auf. Das interessiert mich jetzt natürlich nur schnell. Ist da oben irgendwas drehbar? Nee, ich will, also die Kuppel kann ich nicht drehen. Okay, gut. Wir machen hier weiter. Eine Platte mit einem Zahnradsymbol scheint sich nicht zu bewegen. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden, es bewegt sich ja nicht viel. Der Schlüssel, macht der doch Sinn? Da oben macht er anscheinend auch keinen Sinn. Wir machen hier weiter. Hier haben wir Zahlen. Tatsächlich aber von 0 bis 9, also wirklich den kompletten Zahlen. Da haben wir einen Stern. Zahlen dieser Konstellationen Stern.
Oben haben wir auch ein, also anderer Stirn. Hier war ein Zahnrad. Da kann ich nicht dran zoomen. Da ist doch auch wieder was drin. Das ist auch wie so eine Kiste. Hä? Das haben wir schon. Da ist nichts drin in diesen Dingen. Da haben wir Buchstaben. Aber der Talos Principle und der Witness. Warte, ich kann kurz den Screen share. Dann ist es vielleicht einfacher. Holy! Jetzt bin ich gerade richtig erschrocken wegen meiner riesigen Fräse! Da gehen wir kurz zurück. Also, wie gesagt, hier, Witness ist erstens das Schönste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und es ist richtig crazy für die Rätsel. Talos Principle sind auch richtig gestört sein. Und dann eben dieses Opera Chin. Jetzt sollte es ein richtig Mystery sein, aber halt extra gut. Und ein paar andere Rätselspiele habe ich verbannen müssen von der Liste, weil die sehr in Richtung räumliches Denken gehen. Und da lasert sich halt mein Hirn selbst weg. So, jetzt war erstmal ein Schluck Wasser. Wir haben jetzt zweimal. Wir haben jedes Symbol zweimal auf diesem Schrank: Schlüssel, Zahnrad, Auge. Ich komme schon drauf. Ich habe es eigentlich schon gelöst. Schau mal, da unten haben wir auch sowas. Easy. Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Wie der man seinen Zahlencode und jeweils einen Buchstabencode noch entlüften. Ah ja, Rätsel. Mit Z mal wieder. Ach, crazy shit. Was mache ich jetzt mit einem Wollstoffding aus Petroleum? Warte mal, jetzt muss ich vielleicht genauer mit dem Okkult untersuchen. Nein, es geht wieder nicht, weil wenn ich mein Okular hernehme, brennt sie irgend. Gespenster! Einfach drei Gespenster! Dann zeig mal her, Rätselmeister. Haben wir schnell den Überfall bei GTA gemacht. Ein nice Stein. Oh! Gelöst! Inventar gefunden. Ein altes, ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verziert. Ach, das haben wir schon gelöst, das Rätsel. Lull. Das haben wir quasi schon gelöst. Hier, das haben wir... Also ich hab das quasi, das Fernrohr haben wir viel zu früh bekommen, sprich das brauchen wir jetzt noch gar nicht. So. Oh boy! Da sind die Buchstaben drin und die Zahlen, die ich brauche. Sag, was ist das für ein Raum? Ah, er da. Da schau ich her. 5, 7, 1. Das ist alles. 5 1 7 Muss man das irgendwie aus der Perspektive zu logischen Sachen zusammenfügen? Also wir brauchen jetzt 4 Buchstaben und 4 Zahlen. Okay, wir haben jetzt diese... Da ist ein Zweier. Ist das eine 2? Boah, ich bin halt räumlich mäßig im räumlichen Denken überhaupt nicht angesiedelt. Es reicht halt gerade... Ah, und das ist das vierte Ding. Haben wir halt... Zu schlau. Also dass diese 7 ist, das erkenne ich gerade nur so, aber da bei dem Gemurkse da herunten bin ich halt mega. Was ist auf? Wir brauchen halt einen Buchstaben. Das ist ein C offensichtlich. Oder nicht? Diesen L! Diesen L! Alter! Ne 7, ne 7. Wow, räumlich kannst echt nicht, lull. Echt jetzt? Ein I. Was? Hä? Was? Hab ich irgendwas übersehen? Das ist doch ein 7. Hä? Das hat sich verarschen. Das ist doch übelst. Was ist das da oben? Ein W vielleicht.
das so schaut halt übelst harmful aus. Na, warte, nicht harmful. Warte mal. Nur jetzt immer wieder ein bisschen Abstand geben von dem ganzen Rätsel. Aber ich weiß auch nicht, was für eine Reihenfolge. Das muss ja auch noch irgendwo einen Sinn ergeben, was für eine Reihenfolge. Oder muss, warte mal, oder muss man es so zusammensetzen, dass alles auf einen Schlag Sinn ergibt? Weil das war dann der Game Changer quasi. Das da drüben ist doch. Es muss fast die 2 sein. 5, 1, 2, 7. Komm, ab. Das ist das Einfachste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Achso! Sag bitte nochmal Englisch wie W. Wieso bin ich jetzt wieder lost? Na, ich. Komm, Mann. Es macht keinen Spaß, wenn ich nicht live beleidigen kann. Ja, aber dann bin ich nur mehr unter Pressure und dann. Warte mal, 8. Womit habt ihr jetzt 8 gesehen? Warte mal. 8? Macht überhaupt keinen Sinn. Also, links 5, rechts 7. Ihr braucht mir nichts mehr erzählen. Habe ich gelöst. Ich meine, ich finde das blöd. Das ist immer gleich die erstbeste Lösung, die man vermutet. So ist ein Nullinger. So, das ist der Einserseiter vielleicht. Aber die stecken ja auch quasi richtige Zahlen, nicht auf den Kopf und sonst was. Da ist doch keine 8 jetzt. Wo seht ihr da 8? So, aber dann ist er nicht zu. Das meine ich. Das meine ich. Eine klare 2. Klar wie Kloßbrühe ist jetzt nämlich. Nicht so Geschnurkle und so, sondern es ist ja klar wie Kloßbrühe. Warte, wie schaut die 2 gleich wieder aus? Ja, das ist die deutlichste 2, die ich in meinem Leben gesehen habe. Na? So. Na, das haben wir schon weg. So. Let's go! Piu! 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 Unten ist aber auch easy. Ja, wir haben uns. It's the easiest game of my life. Oh boy! War das erste Rätsel? Ne, wir haben es schon durchgespielt quasi fast. Wir sind schon fast am Ende Starkiller. Wir haben schon so viele Rätsel gelöst. Das erste Rätsel in diesem ganzen Abenteuer war Starkiller. Wenn man mich füttert, wachse ich. Wenn man mich tränkt, sterbe ich. Und wir schauen, ob der schlaue Starkiller draufkommt auf dieses Rätsel. Wenn man mich füttert, wachse ich. Wenn man mich tränkt, sterbe ich. In unter einer Sekunde sind wir draufgekommen, der Backe und ich. Haters würden jetzt sagen, dass nur der Backe draufgekommen ist. Ich behaupte, wir sind beide draufgekommen. Okay, ist zu viel Information. Jetzt erst ein bisschen Abstand gewinnen. Erst ein bisschen eine andere Meta-Ebene beschreiten. Gibt's jetzt da. Habt ihr da schon Buchstaben entdeckt? So ist wie dieses L hier. Weil dann kann man theoretisch. Oben L. Aber wo war jetzt das gleich wieder? Nee, jetzt geh auf, weg. Aber das ist halt so eine Linie. Gibt's da überhaupt eine L? Weil wir haben schon raus, doch eine L würde es geben, aber. Channel switched. So, easy. Habt ihr das vorher jetzt wirklich so schnell gesehen mit den Zahlen? Also dein räumliches Denkvermögen ist wirklich bitter. Ach geh. Das kann ich dir sagen. Also die 2 habt ihr jetzt nicht so schnell gesehen. Du hast mich so getriggert. Die 2 war wirklich. Du hast direkt am Anfang, in der ersten Minute, wo du das Rätsel entdeckt hast, hast du direkt die Kamera praktisch so gehabt, dass es einen Millimeter von der 2 weg war. Und du hast sie nicht gesehen. Es war so belastend. Und ich dachte, du scherzt halt. Und dann tust du da so ewig rum. Ich dachte, du verarscht halt. Aber nee. Ich glaube, das ist ein anderes Rätsel dann. Aber ich habe so ein Rätselspiel habe ich auch noch nie gemacht, tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, ich verstehe dich gar nicht.
Dass ich da so viele Tipps geben könnte. Ich habe da gar keinen Durchblick. Ja, ich habe jetzt irgendwie so übelst Bock auf Rätselspiele bekommen, haben wir gleich mal ein paar Wunschlisten geballert. Okay. Habe ich gesehen. Wir The haben. Witness, The Witness habe ich auch seit über 2 Jahren auf der Wunschliste und dann habe ich es mir halt nie gekauft, aus dem einzigen Grund, weil es bei Epic Games, als sie diese große Aktion gestartet haben mit den kostenlosen Spielen, gab es bei Epic das halt ganz früh mal kostenlos und ich habe es verpasst. Und dann wollte ich es nie. Da wollte ich halt nie die 50 Euro holen. So, jetzt halte ich aber mal die Fresse hier. Ja, alles gut, alles gut. Witness habe ich ab Bock, aber das ist aber nicht wirklich viel schlecht dafür, weil das ist halt wirklich krass, das Spiel. Was ich da bisher so gesehen habe. Okay, wir haben hier. Das kenne ich doch irgendwoher, das Ganze hier. Wir haben ein Buch. Easy! 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Zwischen Erde und Feuer und Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, die verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. Okay, ich entnehme keinerlei Informationen diesem Schreiben. Wir nehmen das ganze Gerede von. Also es gibt doch sozusagen oftmals, wenn du irgendwie Alchemie-Geschichten und sowas hast, dann ist von so einem Element und so einem raumausfüllenden Ding würde mir jetzt nur der Begriff Ether einfallen. Gut, mit diesem einen Schlüssel können wir definitiv dieses kleine Loch hier öffnen, vermute ich mal. Nicht? Was? Hätte ich jetzt aber auch gedacht. Okay, der hat eine viereckige, rechteckige, quadratmäßige. Das ist ein Aufziehschlüssel für so Spieluhren oder so. Genau. Aber man konnte es auch noch abknicken, sehe ich das richtig, oder ist das? Das ist ja viereckig eigentlich. Kannst du noch weiter ranzoomen vielleicht? Dass man da irgendwie von weiter weg nicht interagieren kann? Ich kenne das Spiel nicht. Also eigentlich gibt es immer 2 Zoom-Stufen quasi. Und das ist dann schon die nächste Stufe eigentlich. Okay. Kann ich jetzt nur umknicken, weil. Ich will nicht rauszoomen spielen, hören Sie auf. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man den. Also, das ist definitiv, weil man sieht ja hier eigentlich viereckig und hier ist ja auch viereckig immer. Eine runde Aussparung. Willst du mich verarschen? Das ist nicht rund, Boys. Achso, die Aussparung ist rund. Ey, das muss hier, ja. Ja, ich vermute mal, dass es. Nee. Wenn es schon rund betont, dann wird es wahrscheinlich wirklich ein runder Gegenstand sein, der in der Mitte so was kleines, viereckiges hat. Man kann es irgendwie drehen oder sowas. Okay, dann wenden wir uns dieser Spieluhr zu. Was für eine Spieluhr? Oh ja, das hier. Dieser atomare Sicherheitsreaktor. Ja, von Spieluhr zu Reaktor, eieiei. Jetzt wird's aber kritisch hier. Okay. Wo ist der Schraub? Oh, warte, wir haben ein Petroleum, wir haben ein Fernglas und hier einen extrem seltsamen Schlüssel. Ich halte mir das alles im Hinterkopf. Jetzt ist ja ganz klar: Fernrohr hier drauf. Jo. Achso, nur im herangezoomten Zustand, da war was. Oha! Okay, da ist auch noch so ein. Kann ich da jetzt reingucken? Ich muss diesen Apparat zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Auch an jedem klar. Also die Scheibe, die da im Hintergrund ist, auf die du guckst, die muss ich irgendwie drehen. Oh, dann mach mal Feuer! Petroleum! Oh. Wow. Wieso ist dort noch X? Ja, warum nicht? Macht der Hebel rechts irgendwas? Definitiv, ja. Aber was ist das hier? X? Der Hebel rechts ist halt wie so eine Kupplung, weißt du? Kannst du oben einrasten. Kannst du oben ziehen oder nach rechts und dann. Genau.
Es wäre ein Licht. Okay, dann begeben wir uns auf die nächste Ebene hier rüben. Oder läuft die Apparatur jetzt schon? Kannst du nicht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, oder... Ich lass dich erstmal machen. Da brauchen wir doch diesen. Schlüssel. Das sieht wie eine wie ein Aufziehmechanismus aus. Aber es sollte eine Art Schlüssel geben. Ah, okay, dann ist es die jetzt. Das könnte man da nur reinstellen. Alter, wir werden gerade ungefähr so hart kernfusionieren. Bam. Jetzt kannst du irgendwas erkennen. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen, ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann. Ach, das ist die gleiche Apparatur. Crazy. Schau ich mit dem Okular Trial. Will jetzt gar nichts hören. Räumliches Denkvermögen und Englisch. Die Schwachpunkte des Kaisers, Leute. Merkt euch das. Ja, es ist jetzt so atomar verseucht mit radioaktiver Strahlung, wenn wir ehrlich sind. Das ist jetzt ja ein super einfaches Rätsel hier. Ja, da schlage ich als Rätsel, könnte ich wieder zu. War's ja schon, oder? Das kann man ja kaum noch als Rätsel bezeichnen. Nee, das Innere musst du noch. Beziehungsweise du musst alle außen rum, wenn du das Innere nicht bewegen kannst. Musst du alle ein bisschen anpassen. Das ist wieder kacke. Junge. So? Das ist genau wie in Iron Harvest. Wenn er mal eine einfache Aufgabe kriegt, einen einfachen Gegner, dann beschwert er sich, ne? Ja, easy gelöst, aber es passiert nichts, boys. In der Tat, es passiert nichts. Warum nicht? Irgendwie schaut es falsch gemacht. Schaut doch noch so unpassend aus. Muss wohl ein bisschen rumprobieren. Aber das ist doch schon. Immer noch nicht passend. Ich bin gerade so nah mit meinem Gesicht am Bildschirm dran, das ist eigentlich nicht gesund. Bin ich jetzt... Also ich glaube, also... Irgendwas, irgendeine andere Form, die wir mit dem innersten Kreis machen können? Weil wenn wir, bei den äußeren verändern wir nicht. Zum Prinzip. Der Knackpunkt muss ja irgendwie am innersten sein. Okay, so passt's. Ja, so drehst du es immer um ein Drittel. Klar, ja, das ist so. Sind die einzelnen Drittel Bild. Unterschiedlich, ist die Frage. So, oder jedes. Also, ich kann nichts erkennen. Ja, ich auch nicht. Aber vielleicht ist es auch erst später in die Wand. Weil so schaut es jetzt eigentlich schon fast sehr passend aus. Triggert es vielleicht erst die Rätsellösung, wenn du rausgehst, oder? Schauen wir mal mit unserem okkulten. Guck. Jetzt hat es links auch interessanter ausgeschaut. In der Tat. Ja, dieses okkulte Glas ist schon das andere Premium. Aha! Da müssen wir sowas machen. Irgendwas Tentakelfiechiges. Aber hallo. Ah nee, das ist so ein gehörntes Ding. Ach, es ist wieder dieses gehörnte Totenkopf, den habe ich vorher schon mal irgendwo gehabt. Na, noch ein bisschen. Nein, okay. Nein, zu weit. So, oder? Genau. Und jetzt den hier irgendwie so noch drauf. Ah, da war's so. Die Lay halt, ne? So, Logo. Okay. Easy. Und das L. Jawohl!